zur zweiten Spezialfolge hier beim Video Day live in Berlin. Vor mir ist die Bühne und hier sind heute zu Gast Waititi, Bullshit TV und der Adam tritt natürlich auch auf. Aber vorher sehe ich alle Leute bei mir in der Twitter Live Lounge zum Interview. Ja, wir sehen uns. Willkommen bei YouTube Stars hier live auf dem Video Day in Berlin. Jetzt gerade in der Twitter Lounge. Nicht alleine, sondern mit meinem Gast. Ich muss euch gar nicht sagen. Joyce! Hallo! Ich freue mich. Joyce, also mir geht's auf jeden Fall so. Ich werde die ganze Zeit von A nach B gescheucht und ich will immer zum Buffet, aber ich werde konsequent dran vorbei. Buffet? Ja! Wo ist das? Du hast wahrscheinlich Hunger. Ja, jetzt, ja, es ist glaube ich schon halb aufgegessen. Ich war es nicht, aber du hast Hunger, deshalb habe ich hier Marshmallows. Und zwar machen wir das so. Das nach jeder Frage und nach jeder Antwort. Also wenn ich eine Frage stelle, esse ich danach ein Marshmallow. Und wenn du antwortest, musst du danach auch ein Marshmallow in den Mund stecken. Ja. Wichtig, bitte nicht runterschlucken. Gut, Joyce. Und zwar, ich gucke dich ja auch und ich finde, du bist eigentlich eine YouTuberin, vor allem als Frau, die in der Domäne oder in der Männerdomäne ist. Was war denn da die Idee? Also hast du schon von Anfang an ein Konzept gehabt, so diese Nische gesehen oder einfach Just for Fun? Ich meine, so ein Sami Slimani zum Beispiel, der hat ja mit Hair-Tutorial 13-jährigen Mädchen gezeigt, wie man sich mit Schaum richtig rasiert. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Wie war das bei dir? Ich habe tatsächlich, nicht vergessen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung gehabt, dass ich da die Erste war, die auf YouTube quasi diese Comedy-Sketche und sowas gemacht hat. Ich war ehrlich gesagt verwundert und auch ein bisschen traurig, dass es da nicht noch mehr Mädels gab vor mir, die das auch schon gemacht haben. Wen guckst du dir gerne an bei YouTube? Und ich dachte, das ist nicht erst. Ich habe auch schon die Hälfte runtergeschluckt. Aha. Habt ihr noch was? Nehmen wir die Frage. Die Frage war, welche YouTuber du dir gerne auf YouTube anguckst, vor allem Frauen? Also, die Kelly, die müsste ich. Aber ich spuck jetzt bestimmt gleich, wenn man das. Ist egal, ich muss eh duschen. Die Kelly, die Mrs. Relax, finde ich total cool. Also, wir verstehen uns ja auch privat total super. Und die macht so ein bisschen verrückten Stuff. Das finde ich eigentlich ganz cool. Du bist jetzt auch mit Jules und Luke Marco unterwegs und drehst ja auch Sketche für Snooze. Mit Luke und dann mit Jules. Mit wem liest du bist denn lieber im Bett und wer hat also seine Macken beim Dreh? Beide haben ihre Macken. Der Luke hat manchmal so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und Jules hat so die Macke, dass er immer seinen Text vergisst und alles irgendwie zehnmal macht. Okay. Das ist ja ein Vollzeitjob eigentlich. Wie viel Zeit geht denn da eigentlich für so ein YouTube-Video drauf mittlerweile? 3 bis 4 Tage für ein Video. Und wie oft sendest du ein Video? Wie oft sendest du ein Video? Mindestens jeden Donnerstag. Oh, ich muss das reintun, ne? Mindestens jeden Donnerstag. Manchmal auch noch am Wochenende. Ich würde am liebsten viel mehr Videos die Woche machen, nur die Zeit ist nicht da. Okay, Joyce, ich glaube, ich gebe dir jetzt mal ein Becher. Du kannst doch gerne runterschlucken, wenn du Hunger hast. Ist schon vorbei? Ja, vorne. Das war's für jetzt. Gleich geht's weiter. Are you with me? Darf ich mal raten, für wen du hier bist? Der Adam. Ja, hab ich gesehen. Wer sich so anzieht, muss damit rechnen, interviewt zu werden. Ihr seid wegen den Adam hier. Ja, auf jeden Fall. Guten Tag. Das ist aber eine alte GoPro. Ja. Was machst du denn hier mit der GoPro? Bist du auch YouTuber? Ja, genau. Also, wie heißt dein Channel? This David. Und was machst du da? Real-Life-Videos und Gaming. Ah, jetzt müssen wir mal hier Real-Life-Video machen. Also, ich stehe gerade mit David von? Aus Bremen. So, und für wen bist du heute hier, wenn nicht für dich selbst? Oder willst du gucken, wie es aussieht, wenn du hier in 2 Jahren mal stehst? Ja, genau. Ja, genau. Ne, mal ein bisschen auschecken, was hier so geht, was man machen muss. Ich kann meine Kollegen abchecken, ne? Einmal so in die Nase filmen. Yeah. Merk mich das Gesicht. Nächstes Jahr hier auf der Bühne, ne? Auf jeden Fall, ja. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß euch allen. Mädels, im Partnerlook. Wie alt seid ihr? 13. 14. 15. Ihr kommt alle aus Berlin? Ich komme aus Bremen. Hamburg. Hamburg! Hamburg! Und auf wen freut euch am meisten? Die Lochis. Warum? Weil das einfach die besten YouTuber sind. Was ist euer Lieblingsvideo und warum liebt ihr die Lochis? Also ich finde sie einfach mega sympathisch. Und sie haben mega viel erreicht mit ihrem 15 Jahren. Und ich liebe ihre Songparodien gerne. Also mega gerne. Und die machen einfach tolle Songs und sind total nett und kommen da total natürlich rüber. Und die Videos sind immer lustig und man kann lachen. Und ja, super. Dann gleich viel Spaß mit den Lachis, ne? Okay, warte.
Willkommen zurück bei YouTube Stars in der Twitter Live Lounge beim Video Day mit Heiko und mit Roman von den Nochis. Tag auf dieser Welt, da will ich alles machen, was mir gefällt, weil mich heute keiner hält. Ihr geht dann noch zur Schule? Klar, ja. Und ich sag ja, schon sind das die Megastars mittlerweile. Hier sind ja tausende von Teenies, die hier heulend umfallen, weil ihr dabei seid. Ja, sind die in der Schule auch so krass drauf? Nee, wir sind ja auf der Oberstufe und da sind wirklich die meisten älter. Danke. Nee, die meisten sind wirklich älter als wir, von daher ist es da voll okay. Manche kennen uns da gar nicht mehr. Und ist auch echt cool, dass du ein bisschen entspannter hast als früher noch, als wir auf der alten Schule waren. Da gab es dann auch echt, da gab's echt den einen oder anderen, der uns auch gekannt hat. Und, ja, aber es ist super entspannt. Und wie ist das? Ach, sollen wir uns einen teilen? Nee, das wäre, glaube ich, schon zu früh. Wir kennen uns erst seit 20 Sekunden. Wie ist das denn mit Mädels? Also, ist das jetzt schwierig, so Mädels kennenzulernen? Es ist echt schwer, ja. Es ist echt schwer, weil man weiß halt nicht, ob es Fans sind oder nicht. Wie? Nee, wir kennen uns ja jetzt schon. War nur ein Angebot. Nee, Ach so, Heiko, hast du das nicht mitbekommen? Boah, du hast hier gerade voll den Kopf. Das war ein ganz subtiler Anmachversuch. Ach, fuck, er hat dir gerade voll den Kopf gegeben, ne? Okay, dann lass das nochmal kurz von vorne starten, warte so.